Schauen wir mal. Hallo Säbel. Ja, wenn das nicht Wagemut ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das kein Wagemut ist, Frage ist, auf wen macht der Wagemut? Guck mal. Sech auf Uhafen, ja. Wenn da jetzt keine Hitzewelle kommt, weiß ich auch nicht. Und Drache-Attacken kann er nicht machen, er wird Hitzewelle machen mit Terrafeuer. Bestimmt. Würde ich fast drauf wetten. Er geht auf Terrafeuer. Und Spezialattacken juckt mich halt eh nicht, ne? Ich mach mal rundherum Schluss. Vielleicht macht er auch Finster-Aura gegen Arktilas. Ich greif mal an. Schutzschild hat er gerade gedrückt, ne? Ich greif ihn an. Ich greif den an. Er hat gerade Schutzschild gedrückt, er könnte höchstens austauschen. Aber klar. Okay. Dann setzt er jetzt Rückenwind ein und was kommt er jetzt? Golden Go. Okay. Body Press scheiße. Body Press scheiße. Eiskreise gut. Fast gut. Er kann nicht auf Terra Stahl gehen wegen Body Press. Er kann nicht auf Terra Stahl gehen, deswegen machen wir es so. Hoffen wir mal, dass er Goldrausch macht. Macht er bestimmt. Weil er dumm ist. Ah, sag ich doch. Er ist dumm. Ein Dummer. Ein Dummer. Ein Dummer. Rundumschutz ist echt meine Lieblingsattacke. Er wird nicht noch eine Stahlattacke haben. Ich brauch's nicht. Ich brauch das nicht. Das reicht so. Er wird jetzt Spukball und Finsterbauer oder so einen Scheiß machen. Er wird. Oder macht er nochmal Goldrausch und weiß ich, dass man Rundumschutz öfter drücken kann? Wird auf Feuer? Auf Stahl. Boah, da muss ich auf jeden Fall einen Bodypress raushauen. Wieder Gold raus. Ja, er kann nichts anderes. Kann sogar sein, dass er Wahlbrille oder so ist. Mit einer Wahlbrille, dass er die ganze Zeit nur Gold rausdrücken kann.
Es ist jetzt wieder Goldrausch. Er ist bestimmt mit Wahlbrille auf Goldrausch. Natürlich jetzt ja echt schlecht, dass mein Arktilas dagegen weg ist. Aber der ist jetzt auch weg. Kann halt echt sein, dass er auf Goldrausch gelockt ist. Was witzig wäre gegen Skeddo. Ziehen wir ihm erstmal ein minus 1 ab, ne? No risk. No risk, sage ich immer. Es könnte sogar sein, dass Abzumere das überlebt mit der Beste. Vielleicht. Sogar sehr vielleicht. Oh, aufgegeben. GG. Ist mit Abstand meine Lieblingsattacke aktuell. Rundumschutz nimmt die komplette Meta auseinander. Also wie viele ich jetzt schon auseinandergenommen habe, nur mit Rundumschutz. Eiskreis erstmal das Feld wegmachen, guten Wind rausbekommen. Können auch Bizarro im Team sein. Ich glaube mal, mehr Zone kann Bizarro. Ja, aber da das Feld weg ist, kann ich dann Erstschlag attacken. Krass, dass ich sogar überlebe. So, das Feld ist schon mal weg. Tatsächlich. Das ist schlecht, weil ich mit auf jeden Fall jetzt nicht schneller bin mit U-Haften, ja? Werfe ich den ab? Wird bestimmt wieder Donnerblitz machen, ne? Ah, ich werfe den ab, scheiße. Die erwarten aus der Aktivität nicht. Viele kennen die Attacke nicht, denke ich mal eher. Zumindest von den Noobs. Und viele wissen auch nicht, dass man die unendlich oft hintereinander einsetzen kann, so wie ich es auch nicht wusste. Ja, gut. Wenn der Kampf so lang geht, hast du andere Probleme. Robustheit! Angara. Auf jeden Fall macht das mit dem Team sehr viel Spaß in der VWC, wenn man sehr vielseitig ist. Gut überstanden. Ja, doch. Doch, doch, doch. Er hat nicht. Wenn er nicht Bedroher drauf hat, was hat er dann da drauf? Scheiß, was hat er drauf, wenn er nicht Bedroher drauf hat?
Was hat er drauf, wenn er nicht Bedroher drauf hat? Scheiße. Macht er wieder Lichtkanone? Könnte ein Fehler sein. Hey, ich bin auf jeden Fall der Schnellste. Hochmut. Scheiße. Wenn er Terra hat, auf was geht er? Das ist jetzt... Ich mach lieber... Er macht auf jeden Fall Terra, auf was geht er? Ich meine es gut gegen für Skello. Geht so Lichtkanone, ja, Feuer mit Psy, mit Fee. Er geht auf jeden Fall mit Lichtkanone auf Arkilas. Kriegt er einmal Hochmut raus. Könnte sein, dass ich wegen Bezauberung schneller bin. Aber könnte auch sein, dass ich wegen Rückenpunkt. Aber hat er nicht Starterteile gebraucht? Wahrscheinlich nur Terra aus. Ausbruch. Na, ja, die. Ich hätte Bodypress machen sollen. Fuck, ey. Bodypress wäre es gewesen. Bodypress wäre aber so geil gekommen. Er hat keinen Hochmut übrigens, ne? Dass das nicht stört, ne? Tut weh. Killt Wasserdüse Magnetzone. Müsste eigentlich, oder? Müsste. Ich hätte auch Schutzschild drücken können, um ehrlich zu sein. Um sein Bezauberraum eine Runde ab rauszuholen, aber. Am Ende geht er auf Azumarill so. Er wird eh Donnerblitz auf Azumarill machen. Und irgendeine Kacke auf Skello machen. Da geht auch Doppelhoff dazu. Schutzschild, okay, das ist schlecht. Puh, es ist nicht so schlecht. Guck an, was er macht. Wenn er Azu jetzt killen würde. Tut er aber nicht. Guck mal, ich bin so schnell. Ich war langsamer schon dran. So. Aber wenn er nicht Hochmut hat, was hat er? Er hat ja nicht Bedrohung und nicht Hochmut. Was hat er? Schwebe? Hat er doch eh durch Flug, ne? Hochmut. Er hatte keinen Hochmut. Oder habe ich es nicht gesehen, wie sein Angriff geboostet wurde? Habe ich es nur nicht gesehen. Ach, er muss das Pokémon selber killen. Aufgegeben. Tschüss.